So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Let's Check mit Vampiro. Muss ich nur mal kurz gucken, dass ich hier das Twitch ansnappe. So, und hoffe, dass der Stream läuft. Und zwar befinden wir uns hier auf der Xbox One mit Van Helsing 2, das jetzt kürzlich rausgekommen ist. Ich schreibe ja für Gamers Global unter anderem Checks, Arcade-Check, PSN-Check, eShop-Check und Indie-Check und habe auch im Dezember, Dezember 15 Van Helsing den ersten Teil gecheckt für die Xbox. Fand es eher durchwachsen, rausgekommen ist ursprünglich 2013 für den PC. Jetzt haben wir hier den zweiten Teil und die Xbox One auch jetzt kürzlich rausgekommen. Auf dem PC schon länger draußen, seit 2014 glaube ich. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Also den ersten Teil fand ich eher so lala, gerade im Vergleich zu anderen Action-RPGs letztlich, wie Path of Exile. Das gefällt mir doch deutlich besser spielmechanisch. Und ich werde jetzt einfach mal so ungefähr die erste Stunde zeigen. Ja. Denn bevor ich einen Check schreiben kann, muss ich das Spiel natürlich auch erstmal spielen. Oder darf es spielen. Wir spielen hier mal auf normal. Ich habe keine Lust, mit einem Veteran zu starten. Hunter, the classic monster hunter, armed with blades and firearms, as well as a handful of occult powers. Okay. An occult specialist wielding powerful offensive spells and manipulative tricks. Oder Arcane Mechanic, a new generation hunter who fights evil power with power of science. Armed with a versatile hybrid cult, occult substance, expulsion cannon and various gadgets. Also das gefällt mir nicht so. Kanonen mag ich eigentlich nie. Das ist eher so Nahkampf, aber ich mag eigentlich Magie ganz gern und Offensive Spells, das klingt doch eigentlich ganz nett. Ja, Action RPG Enthusiasts. Das Spiel, ich weiß noch, der erste Teil war gar nicht so leicht. Item Drop, Heroic. Also auf Hard spielen wir schon mal. Ja, wir heißen aber anders. Wie nennen wir uns denn mal? Sie. Ach ja, Vampiro eigentlich einfach, gell? Das ist ein passender Name für einen Monsterjäger. So. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen. Das wollte ich jetzt nicht. Create. Da sehen wir uns jetzt. Level 1 normal hart. Select Story Mission. Leider gibt es keinen Couch-Koop. Das wäre natürlich toll. Friends? Ich will keine Friends. Aha, Story. Während die Story-Cutscene läuft, schaue ich auch nochmal, ob der Stream. Mein Name ist Van Helsing. Und ich bin ein Monster-Hunter. Du könntest es ein Twist of Fate nennen. That I came to Borgovia to help the monsters who once ruled this land. Although it took a while to reach my destination, at least the detour gave me an opportunity to explore the wilderness. At times I was really grateful that I had my companion, Lady Katarina, at my side. I wouldn't want her to hear that, though. For a ghost, she can be remarkably vain and murderous. Borgovia is a fascinating land. At least from a hunter's perspective. Also, this is the only place where the ink, the dark material of creation, leaks through the cracks of the world. A long time ago, my father defeated Borgovia's immortal vampire lords and entrusted the land to a group of genius scientists. During our travels, we slowly began to suspect that it must have been a mistake. When we entered the dark city of Borgova, it became evident that the new age of enlightenment had only brought chaos and mayhem. I did what I had to do. I found my father's underground lair and gathered the members of the resistance, the rebellious mortals and immortals fighting together. And how we fought.
It was glorious. We battled impossible creatures. We repelled tides of inhuman invaders. And I wouldn't rest until I defeated the last mad scientist, Professor Fulmigati. He even had a proper doomsday automaton. Honestly, it was a hunter's dream come true. But as it turns out, winning the grand battle sometimes opens up a brand new adventure. Das war jetzt so ein bisschen der Rückblick wohl. Ich habe das Spiel dann nach dem Check auch nicht weitergespielt, weil ich es einfach nicht so gut fand und andere Spiele dann nicht mehr interessiert haben. Hatte damals auch den Online-Koop ausprobiert. Den gibt es nämlich. Ich glaube, für bis zu 4 Spieler. Now that's what I call an explosion. It blew us straight into the tunnels, Van Helsing. Van Helsing? No, don't you die on me. I'm too young to haunt the same place for eternity. That's touching, Katarina. Don't give up. You have just defeated your first villain. You have so many things ahead of you. I'm not dying. I'm just stuck. What is this? Who are you? Stay back! Move aside. I'm warning you. Your Ach, ein geiler Dialekt. Moment. Please move aside. Und die Beine sind noch dran. That was fun, Katarina. What's going on? Who is this? Is it a man? A troublesome intruder. He just appeared out of nowhere and... And humbly gave my assistance to Van Helsing, the great liberator of Borgova. Do I know you? Hurry up. This structure may collapse at any moment. How rude. Die Sprachausgabe ist schon sehr nett. That's the least of our concerns. He's right. The building is crumbling. We must leave. Have you seen my equipment around here? Some of your things are scattered on the other side of the hall. New item. Press the view button. So, was ist jetzt der view button? Noch was? Das nicht. Nach oben nicht, nach unten. Ah, da kommt die Karte. Ich drücke, da ist da unten irgendwas. Kann ich Tränke nehmen, rechts, links? Nur wie komme ich jetzt in mein... Ist das Y eventuell? Nein. Quality Armor. Use Potions. Okay. I feel much better now. And finally, you look the part. It's not the equipment that makes the hunter. You know that, right? But it can't hurt when you're taking down a horde. So. Uh-huh. Inventory. Ach ja, das war dieses Rad. Your equipment, use the right stick to select an equipment section. You can only select side. Sections that contain at least one available item. Macht die irgendwas noch, diese Maske? Nee. Also ganz optimal finde ich dieses Inventarsystem weiterhin nicht. Hier habe ich jetzt alles, was ich anhabe momentan. Oder überhaupt alle meine Gegenstände. Das ist aber ganz gut. Spellcuffs Cooldown geht hoch, aber ich mache mehr Fire Damage. Gut, das machen wir mal. Okay.
skills. Energy Bolt creates 2 balls of electrical energy, which seek out your target. Calling Lightning Damage, okay. Jetzt habe ich aber dieses Fire Damage nach oben. Bringt ja eigentlich gar nichts. Gut, mehr kann ich nicht hier. Auran. Rampage Passive Skill, den habe ich. Increases your Critical Damage Multipliers. Tricks. Sluggish Time slows the world time. Das ist ja ganz nett. Bei Companion ist dann doch die Katharina, die ich hier auch dann hochleveln kann. Ich kann ja auch gleich sterben, aber kommt dann natürlich wieder, ist ja ein Geist. Gut, das war der falsche Knopf. Kostet mich das irgendwas, wenn ich A drücke? Oder nur Cooldown X, A. So, jetzt haben wir das gleiche. Wahrscheinlich LT, ja. Use X-Button to attack enemies. Nichts brennen, okay. Oh, da geht's los. Ah, ich muss schon in die richtige Richtung schauen. Kettensägen-Massaker. Aha, mit LT hat er jetzt eben auch... Ah, das nervt mich. Genau, man kann nicht wegrennen und zu, oder rückwärts gehen, um dann zu schießen. Die Katharina ist aber hässlich, ehrlich gesagt. Zoomen kann ich nicht. Dann mache ich nochmal die Karte weg. Ist das? Ja. Ah, ne. Ne, war es nicht. Ne, war es auch nicht. Ah, nach unten, genau. So ein bisschen wie die Mines of Moria. Jetzt renne ich weg, kann mich aber nicht umdrehen, um zu schießen. Beim Rennen. Das heißt, ich bleibe letztlich stehen. Kommen wir dadurch in den Nahkampf und Level up. Ja, Katharina, some healing potions would be nice. Ah, man merkt, es laggt gleich. Katharina wird sicher irgendwie wiederkommen. Schaden macht er eigentlich nicht. Ich kann der Katharina... It will take you to your secret lair. Hold on. First, I want to know who you are. And perhaps you could explain why you are so helpful. I always find that suspicious in a masked creature. The mask hides deformations. My soundtrack is the scars, the reminders of years of captivity in a lab. You were a test subject? Fulmigadi's favorite. Once a powerful being. Now only a husk of my former self. Until your heroic deeds brought chaos to the prison. And so I escaped. You're doing this out of gratitude? And revenge. Though the professor is dead, his heritage and his allies still remain. This tortured soul wants them to suffer. So you're proposing? I must take my leave. We'll talk more later. Ah, he did it again. And the way he talks, annoying. I'm sure he'll return. Let's go. So, die Katharina wollte Heiltränke haben. Spend your ability points. Ah, genau, ich bin ja aufgestiegen. In welche Richtung muss ich gehen? Wahrscheinlich Willpower. Talent you are casting occult spells. A high willpower value gives you bonus to mana points and increases spell power. Das klingt für mich sinnvoll. Dann machen wir mal den Fokus drauf. Dexterity, hand-eye coordination ist brauchen wir nicht. Range damage and dodge of range damage wohl auch nur für Schusswaffen gilt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich.
Body determines your physical condition. Das ist natürlich auch wichtig. Melee Damage nicht so wichtig. Hit Points wichtig. Bonus to Defense auch wichtig. Skills. Spend your skill points. You can edit your skills by pressing the A button and spend your skill points. Also ich brauche schon noch einen weiteren Skill, nur die Frage ist welchen. Passive Bonus to all Elemental Damage, das klingt gut. Ice Shards. 3 Ice Shards. Bonus to Max Mana. Control the targeted enemy becomes a friendly. Man kann ja so schlecht zielen. Aber ich setze. Huch. Hier runter geht's auch noch. Ah, hier ist Feuer. Kann ich den nehmen? Ah, und jetzt muss ich hier auswählen. Everlasting Fire. Damage is a single target. Is also ignited. Taking damage for 5 more seconds. If another enemy steps in within 2 meters. Oh, das klingt doch gut. Und damit kann ich hier noch das individuelle nochmal hochsetzen. Also wir nehmen mal... ich kann es nicht nehmen. Warum? Skill Point kostet 3. Ich habe doch 3. Warum kann ich das nicht nehmen? Kann ich nicht. Dann machen wir hier nochmal was hin. Increases the number of balls to 3. Das könnte man mal machen. Machen wir hier das Level noch hoch. 2% mehr Schaden. Kostet jetzt weiter nochmal einen Punkt. Ich habe noch einen. Each ball recharges 5% of your maximum mana upon impact. Paralyzes the target. Das ist natürlich gut. Bis wegrennen. Aura und so habe ich jetzt natürlich nichts gemacht. Tricks auch nicht. Also gut, kann halt alles machen. Kann ich der irgendwie Heiltränke geben? Ich glaube nicht. Corpus. Spectre. Behavior. Melee ist gut. Behavior Defend. Will ich ja so ein bisschen Item Collecting. Health soll sie auf alle Fälle collecten. So. Liegt hier noch irgendwelches Zeug rum? Dass ich dann automatisch die mit LT auch abschieße. Wenn ich so eine Ranged Waffe habe, das finde ich ganz gut. Leute, geht's hier hoch? Nein. Der Geist kann. Rangebar, this yellow substance is your rage resource. You can enhance your attack if you press left bumper or use the right stick to set up power-ups. Power-up skills. Each time you use rage, your next attack will have added effects like slow stun, extra damage, etc. Use this as often as possible. Ah. Schon wieder vergessen, was ich. Ah, Left Bumper war es, glaube ich, oder Right Bumper? Ich kann leider nicht nach hinten schießen. Damit renne ich weg. Schieße, renne ich weg, schieße, renne weg, schieße. Das erinnert mich jetzt doch schon unter anderem daran, ob ich den ersten Teil nicht sonderlich geil fand.
Ahnung. Ich stelle gerade fest, mein linker Analogstick ist ein bisschen rau. Beim Drehen. Is it me, or has our secret lair changed quite a bit? Look! Humans! They must have used the Inkgate too. Now they're trapped here like us. Good. I'm hungry. I need healing potions. Ja, dann heile dich doch bitte. Oh, ich hänge fest. Dass ich die jetzt so leicht stunnen kann, ist glaube ich ganz gut. Reputation, a perk has become available. Press the view button to choose a perk for your character. Companion level up. Sehr gut. Your servant begs your pardon for bringing bad news. But there could be problems. You don't say. This place has a powerful device. A marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. I don't trust that humble creature. I bet we could find a way out of this room on our own. Gold. Da hinten ist eine Leiter. Ah, ich muss ja noch leveln. Warum schieße ich eigentlich nur zwei Balls? Ich dachte, ich schieße drei. Nach dem Aufleveln. Der Katharina sehe ich da oben links, okay. Immer wieder ein Buddy und vor allem hier. Erstmal fokussieren. Under Skills. Ich hätte gerne Feuer. Geht nicht, verstehe ich nicht. Ah, da unten. Minimum Level required 31, man muss runterscrollen. Gut, ist die Frage, ob ich hiervon was mache. Aura increases your critical damage multiplier as long as you have max rage. Nee.
Nee. Und das sieht gut aus. Das gefällt mir ganz gut. Hochleveln kann ich es nicht mehr. Könnte ich das hochleveln um 1? Ja. Dann 4,5 Sekunden oder 4. Mache ich lieber erst nochmal mehr Schaden. Hier, increases the number of balls to 3. Das habe ich eigentlich aktiviert, aber es fliegen trotzdem keine 4. Mehr Schaden, so. Dann also Katharina. Geht mal jetzt erstmal hier vor allem auf Melee. Nein! Ich wollte nur das Ding wegmachen, diesen Hinweis, aber er geht gerade nicht weg. So. Erhöhte Attack Rate. Ja, das machen wir nochmal. That's the other side of the Stranger's portal. At least we know he wasn't trying to trap us in the ink. Do we? Reinforced to West. Perks, ah, genau. Berserker. Ghost Whisperer. Ghost Whisperer. Besser. Auch Katharina hat wenig Schaden genommen, obwohl es doch relativ viele Gegner waren. Der Katharina, mal sehen, ob ich sie so schützen kann. Ja. Katharina hat gleich auch ein Level up. Ah, so klappt das ganz gut mit ihr Tank. Ich glaube, dadurch, dass sie ein bisschen schneller attackiert, hilft es auch. Ja, du brauchst auch keine, weil wir haben es jetzt geschafft gleich. Erst noch den Loot einsammeln. A storm is coming, Van Helsing. You may find that your work is far from done. When is it ever? Fulmigadi's army has withdrawn. Somebody is calling them back. The
are still a chaotic mess, but they will regroup. Somebody wants to see you fall. Nothing new about that. An alliance is what you need. This tormented body is no longer able to fight. But my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy, and you can let me have retribution. But if we're to be allies, at least tell me your name. A name? Yes. I used to have one. But that person was killed a long time ago. This wretched ruin of a man standing here is merely called Prisoner 7. Mm-hmm. Also gibt's noch ein paar mehr. He is the most impolite, mysterious stranger ever. And that whole doom and gloom attitude, can you believe it? I don't know. He might be right. Something's up. I can feel it. Quest completed. When you allied Prisoner 7 assisted me finding my way home. He also gave me grave news. A new threat is on the horizon and I must prepare. No rest for the heroic, I suppose. Ja, so sieht's aus. Oh, Crown Signet Ring. Es gibt jetzt doch noch diese eine Rüstung noch, wo ich mal schauen muss. Und Level Up. 1, 2. 1. How lucky you are, and high luck increases your chance of finding gold, magical items, and of dodging. It also increases the damage dealt by critical hits. So. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Fire Damage. Oder mache ich jetzt auch Fire Damage, wenn ich alles andere mache? Ich denke vielleicht schon. Mal schauen. So, was ist denn hier noch? Diese Ice Shards. You gain a bonus to your max mana, 10%. Brauche ich momentan noch nicht. Gegner kontrollieren will ich eigentlich nicht. Ice Damage hat nochmal eine andere Schadensart auch. Könnte ich mal einen nehmen. Zum Ausfüllen einfach nur. Aha! Und dadurch wurde jetzt das hier freigeschaltet. Required Skill Ice Shards. Firewall, das finde ich interessant. In 6 Sekunden, das nehmen wir mal auf jeden Fall. Und noch mal unseren Standard. Auch noch ein bisschen höher. Wie kann ich den jetzt aber aktivieren? Dass ich den also einsetzen kann, meine ich damit. Active Spell Skills oder so. Katharina braucht auf jeden Fall Buddy. Was ist das hier? Nee. Stronger. Enabling you to attack as relentlessly increases attack speed. Das ist interessant. Dann kriege ich Resistance. Alles noch nett. Magic Item Find. Brauchen wir jetzt erstmal nett. Ah, da kriegt sie ganz schön viele Hitpoints. Required Skill Wrath Frenzy. Das ist doch der. Habe ich doch. Warum kann sie das dann nicht lernen? Kriegst du nochmal das? Kannst du das jetzt? Nein, auch nicht. Dann eben nochmal. So. Jetzt habe ich hier auf A die Shards und auf X das. Warum dann nur zwei Fliegen, ist mir allerdings unklar. Das ist meines Erachtens ein Bug. Einiges an Klamotten gefunden, da müssen wir doch nochmal schauen. Ice Damage. Und Cooldown geht auch runter. Und bringt Luck und Buddy. Das ist doch deutlich geiler. DPH, was auch immer das ist, geht runter.
macht nichts. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr wert. Das bringt eigentlich... Ah, X to Companion, da kann ich also auch was geben, den... Kann ich das der geben? Das ziehe ich selber an. Das ist deutlich mehr wert. Critical Hicks Chance und so weiter, Essence Capacity. Da wahrscheinlich irgend so ein Crafting-System noch rein. Crafting. Psychen. Ein Ring. Plus 4 Mana. Stage HP Stone per Hit. Das ist doch schön. Das sind die Potions. Ich hab 12. Dann gebe ich dir mal 4. Kann die das eigentlich anziehen? Aha. Die kann ich also auch ausrüsten. Interessant. Naja, aber was ich jetzt noch nicht weiß ist, wenn ich jetzt noch hier X drücke, wechselt es nicht dahin. Ich weiß nicht, wie ich das aktiviere. Start ist nicht, also Start in Angst. Vielleicht ist es aber auch in so Reihen runter. Das heißt, A ist immer nur hier und X hier. Hier jetzt X drücke. Das ist mir völlig unklar. Weiß es nicht. Hier komme ich wahrscheinlich raus. It all seems so simple. Oh, wie so ein schönes Brettspiel. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed, and the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak, so someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines, so far. But they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigati, but he regards me and the resistance as a threat to the city, a coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Harker's troops are on the move. They want to control the foundries, so he can build more war machines. Ja, da kämpfen wir jedoch sehr gegen mechanische Einheiten. Statt, ich sag mal, Monster. Let the battle begin. Ganz nett gemacht mit diesem Brettspiel-Cutscenes. Ah, das ist auch angepasst. Ich denke mal, das sind ja wir.
könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt eine andere Klasse gewählt hätten, dass das Bild dann entsprechend angepasst wäre. Also es ist ja bis jetzt nicht so schlecht. Ladezeit ist jetzt natürlich lang. Da frage ich mich, was da die ganze Zeit im Hintergrund passiert ist, als diese Cutscene lief. Katharina, shouldn't you help me out with this? What? I have this strange feeling of déjà vu. Ich habe es gar nicht irgendwie mitbekommen, warum mir jetzt so diese Soldaten. Ich meine, er hat es zwar angesprochen. Alles jetzt Cutscene. Van Helsing, General Harker has deployed the Grand Mortars. They are bombarding you with rift shells. Each shell opens an ink gate, so his soldiers have already got through your defenses. And why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? New quest, eliminate the infiltrator units. Ich frag mich, ob jetzt meine Jungs hier irgendwas machen. Aha. Also diese Eisschatz sind nicht sonderlich präzise. Ah, Mana, man sieht schon. Doch, ein bisschen eng auch. Ah, diese Eisschatz. Nein, nicht so gut, da lässt sich nicht mehr rein. Darina hat noch viel Leben. Also ich muss mit dem Mana machen. Diese schöne Karte. Na auf, Katharina. Jetzt würde ich gerne diese Wand einsetzen. Wenn man nur nah dran ist. Oh nein, heilen. Hierher locken. Okay, das war knapp. Katharina ist jetzt halt auf die Fans eingestellt, darum ging sie jetzt da nicht hoch, sondern hat mich mit verfolgt. Das ist aber auch ganz gut, wenn da jemand durchgebrochen wäre. Also es ist immer gut, wenn die KI das tut, was man ihr vorgibt, wenn man schon die Möglichkeit hat. Anders als beispielsweise in Stellaris. In Sektoren. Oh, das macht mir die Defense kaputt. Okay, Zeit kann ich nicht. Oh, Katharina, bitte nicht sterben. Gut, ich habe sie gedoppelt jetzt, aber... Oh, das wird eng. Ich mache schon viel Schaden. Trefferquote nicht so hoch mit dem... Reputation ging hoch. Okay, was auch immer das dann bringt. Amethyst, Leather Gloves. Da ich einiges gefunden. Muss ich jetzt doch mal schauen, was es ist. Lightning Damage. Das ist natürlich umso besser, weil ich ja vor allem lightningmäßig unterwegs bin. Das würde ich halt gerne verkaufen. Wird bestimmt irgendwann gehen. So, jetzt nochmal kurz weiter gucken. Hier war nichts mehr. Es gab auch noch einen Ring auf jeden Fall. Das ist auch deutlich mehr wert. Spellforcer's Cloak. Magical Item Find, Gold Find. Bringt mehr HP, verliere ich Mana. Schlecht.
das jetzt angezogen? Ne, kann ich nicht, brauche ich Level 5. Handschuhe ab, brauche ich auch Level 5. Amethyst Pendant brauche ich auch Level 5. Für den Ring brauche ich auch Level 5. Bringt mir Luck, Poison, Fire Bonus. Ah, da unten rechts sieht man auch den Unterschied dann, das ist halt gut gemacht. Reputation ab, okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Achievements, Perks. Ah, Reputation war das, genau. Da war doch was. Speed, Windwalker. Das finde ich allen schön. Thaumaturge is never late, nor is he early. He arrives precisely when he means to. Ist natürlich von Gandalf geklaut. Muss ich darum auch nehmen, zumal die Geschwindigkeit eh gut ist. Ich würde aber jetzt doch gerne wissen, wie ich das hier aktiviere. Ach, Firewall Minimum. Ah ne, Changes at Lex Level 5. Aber doch nicht für das jetzige. Wie aktiviere ich das? Ich drücke hier wirklich wie ein Wahnsinniger die verschiedenen Knöpfe. Edit kann ich machen. Zack, zack. X. Y. Aha! Y Link, da steht's doch auch. Und links muss das da drauf kommen. Y. So, wo. Jetzt kann ich ausruhen, wo ich es haben will. Ich will es auf A haben, weil diese Shards haben mir nicht so gut gefallen. Nee, ich will es auf X haben. Und ich will. Edit, Link, Ask. Ich will das auf A haben. Set Power-Ups. Aha! Add Power-Up. Remove Power-Up. Add Power-Up. Aha. Ich kann also das... die variieren. Dann macht natürlich auch das Setzen von mehreren Sinn. Wenn ich einen jetzt noch auf Stun setze. Finish Combo. Set Power-Ups. Ja, Finish Combo. Machen wir das mal so. Das ist jetzt erstmal nur der Active Spell. Jetzt will ich mal gucken, wie viel auf die schieße. Schießt doch trotzdem nur zwei. Jetzt habe ich X und B, die Feuerwand. Das wollte ich natürlich nicht. Immer noch dieser Trick, den will ich auf jeden Fall auf B lassen. Edit, Link, B. So. Nochmal einfach jeden eins. Finish Combo. Was jetzt was gebracht hat, ich weiß es nicht. Da, doch, es fliegen drei. Ne, jetzt nicht mehr. Komisch. Ah. Mit dem rechten Stick konnte ich das aktivieren. Also das ist... Also hat nichts erklärt. Das sind meine. Mal gucken, jetzt ist das Rage Meter wieder gefüllt. Oder füllt sich. Wenn ich jetzt mal zack, zack mache. Oh, heilen. Ah, das Feuer ist cool.
don't have any healing potions. Oh, die Katharina hat ihre Hilfe verbraucht. Die ist jetzt auch weg. Ich brauche auf jeden Fall mehr Mana. Also wenn ich nach links drücke, lade ich das auf, rechts lade ich das auf und dann lade ich nach oben das andere auf. Katharina muss ja gleich wieder da sein. Mal die Katharina doppelt. Mehr weiter, dann noch mal schauen. Genau, nicht, dass man dann nämlich diese Sachen hier vergisst. Engraved Tin Ring, gut, gucke ich jetzt nicht alles nach, da habe ich jetzt keinen Bock. Alle 10 Schritte. Venetian Mask in Blau. Okay, ich schaue. Hallo? Achso, ich bin auf der Katharina. Besser. Die. Kann ich der Katharina geben? Ich kann doch eigentlich zwei Ringe anziehen, oder? Ich glaube, den könnte ich anziehen, ja. Katharina, kann sie das anziehen? Nee. Cargo Bay kann ich hin. Don't despair. Fight for a peaceful Borgovia. Ja, natürlich verzweifeln wir nicht. Dieses Cargo Bay Ding machen wir jetzt mal nicht. Wahrscheinlich wird es auch gar nicht gehen. Ich lade hier schon mal das ein bisschen auf. Ist da was eventuell? Ah, hier hätte ich auch gehen können. Schon viele Truppen hier überall. Und da habe ich eben schon gut geschossen. Jetzt die Feuerwand. Ich kann nicht genau zielen. Da entscheidet, wo die hingeht. Der setzt sie dann halt selbst auf die Gegnerecke. Katharina hat gut Leben. Alles klar. Leather Armor gefunden.
Bald habe ich auch ein Level up. Quest. Speak with Commander Petrov. Quest completed. Was ist auf jeden Fall ein Level up? I'm just a simple ghost, Van Helsing. But you might want to use your occult abilities to jump back to the commander. Leatherglass anziehen. So. Auch das hier ist jetzt deutlich besser. Bringt auch Mana an den Companion. Auch anziehen, okay. Das kann sie anziehen. Hier kriegt sie auch die bessere Rüstung. Okay. Skills. 3 habe ich. Also diese Flammenwand gefällt mir ganz gut. Wall of Flame, was war denn das? 5 Fire Damage per Second. 6 Sekunden. Da mache ich erstmal nichts. Ich setze erstmal lieber hier noch drauf. Damit ich dann auch hier hinkomme. Jetzt kann ich irgendwas noch machen, dass ich. Can you rage into your costume? Restoring her incorporeal body heals Katharina by 2 for every point of rage you spend. Das ist natürlich nicht schlecht. Power for blood. Die kann ich jetzt eigentlich nicht leisten. Aber das nehme ich mal. Was war das? Critical Damage, nee. Das nehmen wir. Schauen wir mal, mein Companion. Katharina, du musst stark, groß und stark werden. Außerdem setze ich weiter hier auf diesen Attack Skill. Vielleicht kann ich hier jetzt mal einen Punkt setzen. Ach nee, Mist. Unlearn. So. Ah, jetzt hat's geklappt. Das ist schon cool. 20% Hitpoints mehr. Mal gucken, 350, 229, das ist schon ein Wort. 295 meine ich. Und wie kann ich jetzt meine Powers da einsetzen, um zu denen zu teleportieren? Das weiß ich jetzt nicht. Fear not, lads. Van Helsing is here. Ah ja.
dieser Commander. Da. Ach, das ist ein Laden. You can sell items to the merchant. Das hier mit dem Fire Damage, das bringt mit dem Cooldown, das gefällt mir nicht. Das brauche ich auch nicht. Jetzt hat halt die Katharina viel, das kann ich aber auch drauf zugreifen, sehr gut. Weg. 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 So, mal gucken, ob es irgendwas gibt, was ich überhaupt kaufen will. Leather Armor habe ich ja. Echt teuer. Wie viel Geld habe ich? Ah ja, okay, das könnte ich mir zum Beispiel leisten. Fire Damage. Das bringt mir Spellpower, das ist nicht schlecht. Ich habe nur diese Venetian Mask. Gürtel habe ich noch gar keinen. 6 Mana, DPS. Noch so einen schweren Gürtel holen wir mal. Die Schuhe sind auch besser als meine. Ich glaube, diese eine Maske ist nicht schlecht. Diese hier. Die nehmen wir noch. So, und jetzt. Inventory von Helsing. Spell. Ja, 2 Poison Damage brauche ich eh nicht. Ist deutlich besser. Ich noch einen Gürtel jetzt. Sehr gut. Good day to fight, Hunter. Jetzt kann ich noch die eine Maske wieder verkaufen. So, nur wie komme ich jetzt zu dem Commander? Da ist er. Ups. Impeccable timing, Hunter. As always, I have a message for you. Count Vlado sends his regards. But he had to leave in a hurry to destroy the force walls. You are in charge. Last time I checked, vampires couldn't stand daylight. Oh, he is a modern vampire, defying superstition and spontaneous combustion at the same time. I wouldn't worry for him. I haven't seen daylight for a while in this smoke. Anyway, General Harker is busy preparing his next attack. Are you ready to employ your tactical genius? Of course. I'm quite tactical, and a genius too. I'll visit the posts and give orders to the men. Oder? I'm a hunter, not a commander. You deal with the soldiers. I go to the front line and wait for the attack. Ja, das mache ich. Ich habe keine Lust, jetzt hier rumzuhängen. I'm a hunter, not a commander. You deal with the soldiers. I go to the front line and wait for the attack. Ab an die Front. Oh, schöne Zwischensequenz. Alles Linkshänder, gell? Defend Viaduct Junction. Aha, das ist great. Uiuiui. Ah, da leuchtet es auch wieder auf, wo ich hin muss. Ja.
Katharina erwischt. Bedlam Behemoth. Rot ist auch Kies. It's you, Hunter. Your humble messenger was ripping through the ink, delivering dispatches, witnessing your captain oh so in need of your assistance. Visit them if you can. Quest completed, the first wave. Rare belt, rare boots, das Teil, was ich mir gerade gekauft habe, rare gloves. Ich meine die Schuhe. You know Van Helsing, I simply can't understand why you trust this faceless creature. Prisoner 7 is here to help. He used to be Fulmigati's victim after. Look at him. If he lived under the opera house and played the organ, you'd be the first to hunt him down. Harsh words from an incorporeal being who turns into a raging beast when she's angry. Fine. You had to play the card again. Ah, sind schon schöne Dialoge. Ah, Skill Points habe ich zu vergeben. 2 Stück. Wo bin ich gerade? Bei mir selber. Oh, was das für Schuhe waren. Oh ja. Deutlich besser. Ich krieg dann die Katharina. Kann sie auch nicht tragen, hat ja auch keine Füße, okay. We are holding out, sir, but those blasted Ornithopters are a menace. We should destroy their launch tower before the next attack. Scouts report 3 control stations in the tower. We might use them to disable those infernal machines. Possibly, but we need someone with proper expertise to do that. Where are the engineers? As far as I know, they are at the weapons depot in the upper factory grounds. All right. I'll see if I can take care of those Ornithopters for you. Lauter Kippen, mit denen ich reden muss. Na, geh auf. Ah, ich sollte vielleicht die Feuerwand auf B legen, weil da drücke ich dauernd drauf. Wo muss ich hin? Aha, da oben links. Das wird die Upper Factory. Und da rechts oben auch. Aber ich gehe erstmal nach oben links. Gut, ich kann das nicht so durchscheinen. Das heißt, man kann nicht dauernd mit der rumlaufen. Aber man hat ja oben rechts auch noch eine. Van Helsing. So, you are in command now. Yes, I am in command. Is the ship commanding the storm? Don't listen to her. Yes, and I have a task for you. There is an Ornithopter launch tower nearby, and it's causing us plenty of grief. If I get you there, can you disable it? Well, I could use some overlords that would shut it down for good, but isn't that thing beyond our defenses? Nah, a few enemy hordes along the way, the odd behemoth here and there. Trust me, it'll be mind-numbingly boring. Don't worry. I'll keep you alive. All right. I place my trust in you, Hunter. Ja, und da wird er nicht enttäuscht werden. Aha, da unten sind diese 3 Dinge aufgeploppt. Das wird's wahrscheinlich sein. Ob ich hier vielleicht eine Abkürzung habe? Die mache ich erst erstmal platt. Na? Keine Lebensanzeige für den Ingenieur. Gold. Oh, noch eine Truhe. Oh, ist schon ein ganz nettes Venetian Mask. Okay, aber ich habe jetzt eher eine gekauft.
Hier hoffentlich besser. Oh, da sind diese Ornithopter. Falsche Richtung gezielt. Katharina jetzt mal gedoppelt noch. Dreifach sogar. Leather Gloves. Oder habe ich vergessen zu sehen, was das ist? Da kommen einige. Quest completed. Muss den Level Up auch mal machen. Aber hier war großartig weiter erkundet. Einfach mal weiter auf Willpower. Ah ja, genau das noch gucken. Mich, Venetianmask, Schlechter. Die Handschuhe. Light Leather Gloves, auch schlechter. Welche habe ich aber an? Die richtigen, okay. Zum Verkaufen. Skills. Elemental Damage. Provides Passive Bonus to all Elemental Damage you cause. Das finde ich doch eigentlich ganz schön, aber Level 9 brauche ich. Schade. Ich setze mal weiter hier auf meinen Hauptstandardangriff da. Mehr geht gerade nicht. Aura, die hat mir doch gut gefallen. Die heile, dafür brauche ich 5, also 5 Skill. So, was ist denn? Der erste Tempest in Chance, HG Remedy, ist gut. Ich denke, es ist sinnvoll, die Punkte, das hier müsste ich auch nochmal verbessern, die Punkte nicht so krass zu splitten, sondern schon mit klarem Fokus zu arbeiten. Available Skill Point, ja, was mache ich da? Behavior. Sentinel. 35%. Da gibt es eine Explosion, gut. Ich will erst gar nicht, dass die stirbt. Dodge attacks that would cause her to lose at least half of her current hit points. Das können wir mal probieren. Macht nur ein bisschen mehr Attacke. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Fragezeichen erst. Das wird diese Speak-Geschichte sein. Na komm.
wieder. Ein Barrel. Nix. Ja, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ich habe eigentlich gedacht, ich zeige jetzt erstmal nur die erste Stunde. Und dann halt selber noch ein bisschen weiter zu spielen, auch dann Screenshots zu erstellen. Mal gucken, ob es geht. Xbox, take Screenshot. We managed to hold our ground, but only just. Harker is now familiar with our positions. My scouts tell me that the general is preparing a full-scale artillery attack. I'd recommend that we send our men back to the second line of defense. I'll give orders for the second line. Und die Fenden muss ich ja eigentlich auch noch. Das nervt mich jetzt, dass es ein bisschen lange dauert. Als das, was ich bislang habe. Sir, if you don't mind me saying, this area is far too open and wide. We are all spread out too thin. Also das finde ich mal nicht. I'll survey the positions first. Then I'll brief you later. We cannot hold this position much longer. We should demolish at least one of these elevated rail tracks to stop the enemy. You can solve everything in Borgovia by blowing up some bridges. A radical idea. We don't have any explosives. There is a phlogiston tank right under the rail bridge. If we open the three taps, the gas will burst through the vents, creating flammable clouds. I love blowing up bridges as much as the next Borgovian. But this means that flammable clouds will engulf the whole district, right? Ah, wir machen das. Have already fled or have been evacuated, which means that we can risk the plan. Let's do this. Ich will jetzt den Soldaten hier haben. Na komm her. Ah. Warum zaubert der das jetzt da unten? Das ist so eine Art Mindestabstand. Sir, if you don't mind me saying, automated turrets. Deploy the automated turrets on the higher ground and defend your positions. Also man ist hier schon relativ frei in der Reihenfolge. Absolutely dreadful morning, sir. It looks to be a fitting day to die. That's the Borgovian spirit, Sergeant. I was just trying to be sarcastic, milady. I do command a strong force here. Sufficient forces, that's true. But you lack firepower. Deploy some automated turrets. Warum die das dann halt eh gemacht haben, verstehe ich nicht. Jetzt halt auch noch einen Befehl, dann habe ich die Quest ja auch abgeschlossen, denke ich. Den Befehlen geben, das ist ganz nett, aber ich
Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier überhaupt eine Gefahr besteht. Assistant soldiers reporting. Sir, we might be a bit outnumbered. Ja, dann. Deploy the automated turrets and hold your ground. Wir rücken keinen Zentimeter zurück. Mit so einem automated turret, das müsste doch reichen. Go back to the commander and get ready for battle. Aber erstmal blasen wir das Ding noch in die Luft. Zumal ja jetzt auch diese Flugdinger nicht mehr so sehr kommen. Weil diese optionale Mission gemacht haben, müsste das eigentlich alles schaffbar sein. Na komm! Böse, jetzt alles verbrennen. Ja, ich habe jetzt auf hart eingestellt, aber eigentlich ein bisschen einfacher. Deutlich einfacher als der Vorgänger. Doppeln. Oh, du hast kein Healing. Das ist mein Platz weg. Ich wollte jetzt eigentlich zum Beispiel auf den hier schießen, aber er hat einfach an dem vorbeigeschossen. Renn. Mal gucken, ob hier nicht irgendein Zeug liegt. Schöne. Schön. Ist ja hier fast wie ein Call of Duty. Oh, ich aha, hier ist Levelende. Diese Teleport-Dinger da. Ich muss hier rechts ja noch. Kann ich hier was machen? Elevator. Ah ja. Kann ich hier drauf? Vielleicht. Katharina ist noch voll da. Im nächsten Levelaufstieg dauert noch eine Weile. Vielleicht? Nee, geht gerade nicht. Gut, das hat ja trotzdem super geklappt. Heavy Belt. Ja, das Flammending ist schon geil. 1, 2, 3. Klammern. Doppelung für die Katharina. Zu spät? Nee, nicht zu spät eigentlich. Langsam. Die Arena überlebt es auch knapp. Ich meine, die regeneriert ja, wenn ich Schaden gebe. Das ist sicherlich sehr.
Hans. Es ist schon einiges aufgesammelt. Sollen doch gleich nochmal gucken, jedenfalls bevor es dann weitergeht. Nummer 2. Und Nummer 3. Wäre auch noch ein anderer Lift gewesen, aber wir nehmen jetzt mal den. So. Semator Controller. Die Brücke jagen wir wahrscheinlich jetzt in die Luft. Ja. Ach, wenn ich R drücke, passiert auch irgendwas. Nee, das ist diese Essens wahrscheinlich gewesen, die ich jetzt vergeude. Schade. Also manches wird nicht gut erklärt. Na? Jetzt setzt er das da hinten hin, verstehe ich nicht. Versuchen jetzt mal mit dem Ding hier zu reißen. Observation Post war noch eben. Ah, Händler, okay. Genau, müssen wir jetzt nochmal ausrüsten. Oh, Goldwing Spellcast. Lightning Damage finde ich schon wichtiger und das macht mir Poison Damage. Nee. Nix, das zum Verkaufen. Diesen Tick besser. 1 Critical 5 Body. 3 Mana per Enemy Killed habe ich hier. Und hier nicht. Doch, Tumana. Ist eins weniger. DPS geht aber hoch. Body geht hoch. Nehmen wir das. Gürtel. Spell Power. Oh ja, okay. Mana Regeneration, klarer Fall. Ja, es war diese Essence, die ich da versaut habe. Weg. 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 Das, was ich trage, ist immer oben. Das ist auch gut. Ja. Weg. Viva la Resistance! Are the troops ready to move out? Absolutely. They're all ready. And you? Are you ready to fight? Ja. I'm always ready to fight, Commander. Call back the soldiers from the first line. I go to the front line and wait there before they attack. Ich gehe in die Frontline. Wo haben wir es denn? Hier. Ah, da sieht man, wo die Gegner kommen.
Huch. Aber so weniger. Mal lieber hier. Auf die Karte sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ah, da gab es Warnung. Leuchtet der Boden kurz auf. Da ist dann nur noch ein Gegner, das ist dann aber einfach. Da hinten hat die Stellung gegen den einen bestimmt, also das ist kein Problem. There is an industrial platform far beyond our lines, where the cargo elevators go down to the rookery. Vlados is trapped there. Grave cost, weiß ich es gar nicht. Rare armor, das können wir. Rare amulet, rare ring. Rare ring machen wir mal. Level up haben wir auch. Ich gehe einfach weiter auf Willpower, Ende Gelände. So, der Ring. Bloodstone Ring. 13 Elemente. Der haut mich jetzt nicht oben. Dem gebe ich mal der Katharina. Elemental Resistance ist für die ja sicher nicht schlecht. I don't have any healing potions. Eine Plattform. Ich muss ja gar nicht lang. Hier ist jetzt auch eh gleich Schluss. Da will ich runter. Da ist der Lift. Anstatt jetzt drauf zu gehen, muss ich nochmal LT drücken. Selber drauf.
Herausforderung ist es jetzt hier nicht. Frage ist, ob ich nicht den Lift einfach hier irgendwie stoppen könnte. Kann ich aber scheinbar nicht. Was haben wir hier drin? Gold? Oh, ein Behemoth. Oh, heilen! Boah, sobald es hier in den Nahkampf geht, sieht es für mich schwierig aus. I don't have any healing potions. Gut, aber jetzt zum Schluss war es nochmal ein bisschen knapp. White-brimmed Leatherhead. Den schauen wir uns mal an. Hunter only. You certainly live up to our expectations, sir. You saved us in the last minute. Yes, I did indeed. What happened to you, Captain? And where is Count Vlados? Count Vlados is gone, sir. What do you mean, gone? Did he crumble to dust, or did he just slip away to throw a doomsday party again? You really shouldn't question his dedication to the cause, m'lady. He led his unit to one of the electricity works to disable the force domes from there. Then suddenly Harker's specialist swarmed the area. We had no choice but to retreat. I'll take it from here, Captain. Go back to the front line. Quest complete. Also auch aus dem Vorgänger ist dieser Vlado wahrscheinlich. Kann mich nicht erinnern. You are needed, Van Helsing. The commander wants to talk to you. You must also save a weapon shipment and rescue someone important. Van Helsing, you give a new meaning to the term. Also mir gefallen diese Dialoge ausgesprochen gut. At least it's a well-tested and mit der Katharina. Method. Jetzt habe ich tatsächlich einiges zu tun. Vor allem auch erstmal aufzuleveln. Ich bringe das Ding jetzt einfach weiter hoch. Es geht ja eh nur um eins pro Runde. Was brauche ich hierfür? Das könnte ich mir holen. Passive Bonus. Von 5%, das ist schon ordentlich. Ne, kann ich mir leider noch nicht holen. Passive Skill. Gut, das könnte ich mir schon holen. Hat auch hier wieder was freigeschaltet. Required Skill Max von der Plus 5. Mehr Rage kann ich haben. Was ist das? Noch mal Rage. Gut, ich hätte das auch noch machen müssen eigentlich. Naja, kann ich es nochmal anlernen. Doch. Lieber das hier. Companion. Das kostet 2 Punkte, dann 35%, dann komme ich auf 486. To all resistances. Das ist schon gut. Kriegst du noch mehr Attack Speed. Hier muss
muss ich halt vielleicht auch mal irgendwann was machen. Paralyzed zum Beispiel, das sollte ich vielleicht mal machen. Also man merkt jetzt schon, eine Stunde wollte ich es machen. Wir sind deutlich drüber. Das gefällt mir gut. Vom Schwierigkeitsgrad her hätte ich eins stärker vielleicht einstellen sollen. Ich kann hier die Plattform eigentlich verwenden. Hier kleinere Nebenmissionen, das sind jetzt glaube ich diese Fragezeichen. Das Ausrufezeichen ist der Pit drauf. So, ich will jetzt erstmal hier aber... Aha, die mache ich aber platt. Oder kommen jetzt einige? Katharina haut gut dazwischen, sieht irgendwie auch die... mehr auf sich, die könnten theoretisch angreifen, tun sie aber nicht. Great, you're finally here. I was close to leaving on my own. Everyone is a one-man army now. It's your fault, Hunter. Also Waffenshipment ist schon wichtig. Mir gefällt es sehr gut, dieses System auch der Nebenquests und so, dadurch ist es, ich sag mal, nicht so ganz linear. Ohne dass es jetzt zu weitläufig und nervig wird. So, jetzt nächstes Fragezeichen. Ah ja, it's been taken to the secret lair. Gut. Auch ganz nett, dass da immer mal diese Dinger landen und die da Gegner dann durch den Ink kommen. Ah, jetzt nochmal der zweite Teil. Final. Where have you been? This poor is going to die. We must take him to safety now. Oh, my apologies. I didn't know that we don't have time to play with those people who are shooting at us. Aha. Hier ist er echt gut abgesichert. Na, geh rein. Ah, da ist die Truhe. Die hole ich jetzt natürlich noch. Leiterglas. Ach, ich gucke jetzt nicht ständig, gell? Ich bin ja nicht so, dass ich ihn... Bedrängnis bilden jetzt jeden einzelnen Verbesserungspunkt rauskitzeln müsste. So, jetzt muss ich zum Commander Petrov. Da ist er auch schon. Erstmal vielleicht aber hier zum Verkaufen, aber erstmal gucken, ob ich. Perks. Ah, wo haben wir es denn? Inventory. Die bringt mir nur Spellpower, die bringt mir halt
gar kein Spellpower, gell? Spellpower und die mit mir. Da verliere ich 2 Spellpower. Aber ich krieg Willpower. Gut, aber der Rest ist dafür 16 Mana. DPH, was auch immer das ist. Die Lights sind weniger. Gut. Aber Essence Capacity, aber das macht nichts. Damit habe ich jetzt keinen Bock, mich näher zu beschäftigen. Scroll of Erosity. Das sind diese Scrolls, die ich da im rechten Trigger aktivieren kann. Hebe ich mal alle auf, man weiß nie. Da habe ich nichts zu erkunden. Da habe ich was zu kaufen, den Hut. Und diese Maske, die ich vorhin ja selber erst noch teuer gekauft habe. Toll. Hat sich auch sehr gelohnt. Auch das kann weg. Ich sollte jetzt nur noch mal gucken, ob der nicht doch vielleicht irgendwas Nettes hat. Hardenkleidermann, ne. Shadowbinder Mask. Exorcist. Der wird was bringen. Zwar nicht so knapp, aber auch. Er ist nicht so, dass ich da sagen würde, hurra. Van Helsing, we have an urgent order from the War Council. You must find and save Private Brian. Oh, Private Brian. Take him back to the lair. That's all right. We have a War Council now? And who is this soldier? Private Brian. I heard that part. But who is he? Somebody important? Not that I know of. A simple soldier. I'm all about helping people. But Count Vlados is gone. Our defenses are crumbling. And you still want me to find a lonely soldier? Yes, I do. I have my orders. And I'm willing to sacrifice hundreds if that's what it takes to save Private Brian. Ja, wenn wir den Brian retten müssen. Befehl ist Befehl, gell? If this is an order, we obey. Where should we go to look for him? I sent his squadron to track 8. Freedom for Borgovia. Did you save Private Brian? Not yet, but we're still looking for him. And wo ist der Track 8? We can hold out for much longer. Auf der Karte sehe ich es nicht. Lass mal hier rüber. Da hinten ist am ehesten noch so unerkundetes Gebiet. Dieser Track 8. Find Private Brian. Aha, auf RT und RB kann ich mir schon mal auch was legen jetzt. Gerade. Rechts. Wo ist Track 8?
Linkssicht? Fragezeichen. Oder ist das Go Back to the Command? Egal, ich gehe jetzt. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den es momentan gibt. Würde ich aber. Resistance, Captain. Sir, it's good to have you here. Thank you, Captain. Ah, ja. I'm looking for a certain Private Brian. And he should have a lightning-shaped scar on his forehead. Don't listen. Do you know where we can find this man? I sent him with a squadron to destroy a freight car filled with phlogiston gas. It's a dangerous mission. Give him my help. Are all dead and I'm stuck here. Don't worry, lad. You're safe now. Tell me, I must know. Who are you? Do you have a unique ring? A glittering sword? A red cape? What? I'm a nobody, m'lady. Please don't hurt me. I used to be a cook, that's all. The War Council loves my chocolate cakes, but that's hardly a specialty. Really? We should change sides, Van Helsing. I insist. We will escort you to safety, soldier. You won't last alone out here. Ja, auch optisch macht das Spiel bisher. Ist doch, denke ich, sehr solide. Wenn hätte der da irgendwas noch draufpackt auf den Feuerschaden. Die Original Sin-Style. Ja, da kann ich ja seit ewig warten, bis das Ding aufklappt, oder? Der rennt ja weiter. Wartet der? Ja. Das finde ich aber gut. Geh auf. Wenn ich dann jetzt hier diese Spiele so ein bisschen auflade und so, das bringt schon. So tough war es ja gar nicht. Wie es da jetzt steht. Go back to Commander and report. So. Lieber mit Karte. Okay. Ah, Katharina kann auch leveln, habe ich hier übersehen. Das werde ich jetzt auch noch tun. Kriegt sie hier.
Paralyzed Chance, das finde ich gut. Ach nee, ich hätte nur die Punkte noch, aber keine mehr hierfür. Ja, jetzt ist auch wieder hübsch. Did you save Private Brian? Yes, we did. And I think I'm gonna have some words with the War Council. I wouldn't know anything about that. I suggest focusing on the defenses until we get Vlados back. I still have to take care of something. Mal sicher ist aber. Are you going to give me orders? Nee, hab ich nicht. Can we talk about the state of our defenses? Vlados is gone, and our defenses are crumbling. Our job is done here. In this case, we must return to the lair. You're right, Commander. But there are still civilians. Lächerlichen Hut hat der Commander. Return to the lair and make sure it's ready to accommodate the refugees. I'll join the others and wait for the next attack. Ich hätte dieses einfach skippen können mit dem Private Brian. Oh, Endboss. Na, das ist doch ein geiler Abschluss hier für diese erste Folge von Let's Check. Da bin ich jetzt mal gespannt. Cover the Retreat. Okay, erstmal Karte gucken. Wo gehen wir hin? Wir gehen mal in den linken Bereich. Mittig sind wir gut aufgestellt. Rechts kommt auch viel. Oh, jetzt kommen erstmal hier die dazwischen. Die nehmen wir jetzt mit. Achtung, Einschläge. Da links kommen sie. Hierher. Auf. Sie denn? Hallo. Feuer bitte. Ich renne ihn jetzt einfach mal entgegen. Rechts, die Defense wird schon halten. Ich gehe jetzt hier. Ich schwör gerade über die Karte. Jetzt hier rüber. Na, runter. Ja, hier lang. Auf. Oh, da ist ein Biermann. Aufladen und Feuer. Jawohl, das hat sich gelohnt. Achtung. Ja, das ist jetzt actionreich, also wirklich cool, dass ich jetzt hier drauf gehe, habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist doch ganz actionreich und nett gemacht. Achtung. Da drüben kommen jetzt wieder ganz viele, mal kurz auf die Karte. Da rechts, das wird schon halten, ich kann nicht überall hin. Noch, okay, wie immer. Jetzt gehen wir jetzt hier hoch. Eine höhere Geschwindigkeit wäre schon gut. So. Ah, ich kann ja auch mit diesen Schnelldingern reisen, fällt mir da gerade ein. Aber ich meine, momentan ist hier immer was. Da oben kommen jetzt aber ganz viele.
ich dir nur den geilen Tipp gegeben habe, sie sollen da mal Turrets bauen, die jetzt massiv hier angegriffen. Rechts, aber sie stehen immer noch. Satt. Against us. If you mean the gigantic doomsday automaton smashed me to a pulp, then yes, it was lovely. Great. Then you'll love the upgraded version, the Octo Violator, even more. As far as I know, it's a gorgeous machine. And if we fail to stop it, it will destroy our defenses. So, musst du mal kurz pausieren. Aha, der hat schon mal ein Schutzschild auf. Jetzt wird's doch hardcore. Muss heilen. Und hier auch aufpassen, dass ich aus der Feuer rausgehe. Mana habe ich genug, warum? Diesen kleinen Mist weg. Energy Shield, das lädt sich halt auf, scheinbar. Mal aufgeladen schießen. Na doch. Gibt gut Schaden. Eigentlich müsste ich jetzt mal schon einen Screenshot machen für die Galerie. Ah gut, die Screenshots kommen noch. Doch, ich muss jetzt eigentlich einen echt machen. Nicht so ganz, wie ich will. Lieber nicht, sonst gehe ich hier noch drauf. Sehr gut. Your harbinger of grave news is here again. What you have accomplished here is extraordinary. But there's nothing you can do now. The general has force domes everywhere, and he is moving in with the heavy artillery towards the foundry. That's it? We're running away? You are merely gaining valuable time until I do what I do best, seeking and hunting secrets, examining the occult depths of this land. And I'm the one who will find you a way to destroy those domes. Wait, did you just say I? So you know the personal pronoun after all? You are right, my lady. This one went too far and thought himself important. Enough. We'll go back to the lair to regroup. Move. Ah, das gefällt mir sehr gut. Gibt sogar ein Achievement. As famous last stands go, the battle for Viaduct Junction was quite spectacular. Sadly, it doesn't change the fact that we are losing this war. I even had to leave behind important allies. General Harker is a worthy opponent. He has salvaged the mad scientist's toy box. Found some real treasures, and used them wisely. Now the Force Domes are keeping us away from strategically important positions, and the unnatural soldiers are forcing us back to the lair. Harker is on his way to occupy the foundries. The mysterious Prisoner Seven promised to find a way to destroy the domes. Until then, we must remain in the lair that the general Popkulturelle Referenzen, schöne Zwischensequenzen. Kämpfen macht auch Spaß. Schwierigkeitsgrad auf Hard ist nicht so hoch. Müsste man dann tendenziell höher einstellen. Interessant, das Skillsystem hat sich eigentlich nicht so sehr geändert. Also insgesamt habe ich doch einen besseren Eindruck als damals vom ersten Teil.
Ich denke, wir schauen jetzt noch kurz, wo wir jetzt landen. Und dann werde ich jetzt dieses erste letzte Check beenden. Dann natürlich alleine noch ein bisschen weiterspielen, Screenshots machen und so weiter. Den Artikel oder beziehungsweise diese Aufnahme werde ich bei YouTube einstellen. Vampiro1871 ist da der Kanalname. Ah ja, okay. Congratulations, Van Helsing. Dankeschön. Great. What did I do again? Ah, ja. Don't be ridiculous. That was an honest praise. I think you are a good commander. I'm still a better monster hunter. I've never said you were a great commander. Einiges jetzt zu an Händeln, an Händlern und so weiter. Also muss ich noch einiges weiterspielen, um dann den Check schreiben zu können. Aber jetzt erstmal nach diesem insgesamt sehr positiven Gesamteindruck beende ich diese Folge. Bis dann, tschüss.